hier sehen wir jetzt mal ein komplettes Beet mit der Stieleiche. Die ist jetzt 2 Jahre alt und kann jetzt gerodet werden. Die hochgerodeten Pflanzen, die jetzt mit der Hand noch einmal verladen werden und dann sortiert werden. Hier sehen wir jetzt die ersten 25 Eichen zusammengebündelt, die jetzt ihren Weg in den Möglichmacherwald finden. Hier, Elisa. Danke, Justus. Wir sind jetzt in Eschede mit Nils Zukowski von der Forstbetriebsgemeinschaft Zeller Land und wir pflanzen heute endlich unseren ersten Möglichmacherwald. Nils, erzähl doch mal, wie läuft denn so eine Pflanzung ab? Ja, wir stehen hier an einer Fläche, auf der der Borkenkäfer die hier stehende Fichte abgetötet hat. Wir mussten erst sämtliche Fichten entnehmen, dann die verbleibenden Kronen von der Fläche räumen und haben dann in einem besonderen Verfahren den Mineralboden freigelegt, damit wir dann in den Mineralboden unsere kleinen Eichen und Buchen und noch ganz viele andere Baumarten und Straucharten hier pflanzen können. Und wie ihr euch dabei anstellt, das sehen wir gleich. Da bin ich gespannt. Wir gehen jetzt einen Schritt weiter und wollen unsere Kunden, die wir liebevoll unsere Möglichmacher nennen, noch stärker einbinden. Und die Idee, die dabei geboren ist, ist, dass wir für jeden Kunden, der seine herkömmliche Papierrechnung auf eine Online-Rechnung umstellt, dass wir für diesen Kunden einen Baum pflanzen. Und daraus soll entstehen ein sogenannter Möglichmacherwald. So wie hier heute in Eschede. Was uns besonders wichtig ist, ist, dass wir dieses Projekt wirklich lokal umsetzen und nicht irgendein abstraktes Projekt irgendwo machen, sondern hier bei uns im Gebiet, hier heute konkret in Eschede. Und das ist nicht sozusagen die einzige Stelle, sondern wir wollen natürlich auch, wenn noch mehr mögliche Macher mitmachen, bislang sind es ja schon einige tausend, dann natürlich das Ganze auch noch an vielen anderen Stellen im Versorgungsgebiet sozusagen umsetzen. Und damit das auch eine nachhaltige Wirkung hat, weil das soll ja für mehrere Generationen halten, haben wir uns professionelle Partner mit an Bord genommen. Das ist zum einen eine professionelle Baumschule, die Baumschule Rate, und die lokale Forstbetriebsgemeinschaft. Und die stellen sicher, weil die sich exzellent auskennen mit Bäumen und was genau das Richtige ist, was man hier einpflanzen kann, dass es auch wirklich nachhaltig ist, dass das gut ist und dass das auch am Ende ökologisch sinnvoll ist.